jetzt kommt ein absolutes, furioses Lieblingsbuch. Und zwar habe ich mitgebracht von Jost Zwagermann Duell aus dem wunderbaren Weidle Verlag. Ein kleiner, unabhängiger Verlag, den zu entdecken es sich auf jeden Fall lohnt. Entdecken ist ein gutes Stichwort. Wie habe ich das Duell entdeckt? Wir bekommen von den Verlagen immer Verlagsvorschauen, in denen drin steht, was für neue Bücher es so gibt. Und ich schlage diese Vorschau auf. Ich sehe Duell, ich sehe das Cover, ich lese diesen Text, der mir beschreibt, worum wird es in dem Buch gehen. Und ich bin total elektrisiert gewesen und habe gedacht, das muss ich lesen. Wenn das nur halb so gut ist, wie sich der Text anhört, dann wird das ein absoluter Kracher und ein Bestseller bei uns. Und ich konnte das überhaupt nicht abwarten, also habe ich dem Verleger eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, du, wenn das kommt, ich brauche das sofort. Er hat das ganz ernst genommen, ne? Gute Verleger nehmen ihre Buchhändlerinnen immer ernst und hat mir sogar die Fahnen geschickt, also noch bevor das Buch gedruckt wurde. Ich habe diese Fahnen in einem Rutsch durchgelesen, ich war völlig begeistert und diese Begeisterung hält bis heute an. Eigentlich muss ich jetzt gar nicht mehr sagen, die Begeisterung spricht für sich, aber ich erzähle noch ein bisschen was zum Inhalt. Worum geht es bei Duell? Zunächst lernen wir einen jungen Museumsdirektor kennen, dessen Museum in Amsterdam für Kunst für längere Zeit schließen muss. Und bevor dieses Museum schließt, denkt er, eine große Ausstellung muss es noch geben. Er nennt die Ausstellung Duell. Künstler, niederländische Künstler, herausgefordert von alten Meistern. Besonders beeindruckend ist die Arbeit einer jungen Künstlerin, Emma Duyker, die sich darauf verlegt hat, Kunstwerke perfekt zu kopieren. Sie kopiert also ganz perfekt bis aufs kleinste Detail einen 30 Millionen teuren Mark Rothko. Die Ausstellung ist vorbei, das Museum schließt und eines Tages kommt der Restaurator dieses Museums zu seinem Museumsdirektor und sagt, wir haben ein ganz großes Problem. Der Rothko, der in der Ausstellung hängt, das ist nicht das Original. Das ist eine Fälschung. Die beiden sind also mittelmäßig entsetzt. Wie gesagt, 30 Millionen Euro sind einfach fort und sie suchen diese junge Künstlerin auf, aber die möchte das Gemälde nicht mehr hergeben. Sie hat damit einen anderen Plan. Und daraufhin beginnt eine furiose Verfolgungsjagd. Mehr möchte ich nicht verraten. Sie sehen, es ist ein schmales Band. Ich möchte Ihnen das nicht verderben, dass sie das selbst entdecken können und dieses Buch lieben lernen, dieses Buch an alle ihre Freunde verschenken, weil die das alle brauchen. Das ist ein Buch, eine Satire auf den Kunstbetrieb. Das ist was für Leute, die Kunst lieben, aber auch genauso für Leute, die vielleicht mit Kunst bisher noch nicht so viel anfangen konnten. Es ist eins meiner absoluten Top-Lieblingsbücher für dieses Jahr. Vertrauen Sie mir.